Heute vor genau 80 Jahren wurde Österreich an Deutschland angeschlossen. Grund genug, mal wieder zurückzuschauen. Ich habe das schon mal gemacht in einem meiner Vlogs, den werde ich hier oben verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem möchte ich euch eine Empfehlung abgeben, und zwar der YouTube-Kanal Selbstbestimmt 1. Ich werde ihn auch hier unten verlinken und hier oben. Da findet ihr eine Doku, die ich verlinken werde, die sich mit dem Thema Behinderung und Nationalsozialismus und vor allem mit Fokus Österreich beschäftigt. Und ich muss sagen, starkes Stück. Denn die Nazis haben damals behinderte Menschen systematisch eliminiert, ausgerottet, vernichtet, wie immer man es nennen möchte. Das Ganze ist halt mit den Einrichtungen gegangen, in denen sie zum Teil schon gelebt haben, und in den psychiatrischen Kliniken. Da wurde das dann angekurbelt und durchgeführt, zum Teil. Das Ganze lief unter der Aktion T4. Ja, heute kennt man T4 als VW-Bezeichnung, aber damals war das das Programm, mit dem Menschen mit Behinderungen praktisch getötet wurden. Und damit man das der Bevölkerung auch irgendwie schmackhaft machen kann, gab es Werbung. Und die Nazis waren immer gut mit Werbung, mit Propaganda. Und genauso haben sie das auch für die Menschen mit Behinderung gemacht. Und ich habe da ein paar Plakate, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Da werdet ihr mir erinnern. 60.000 Reichsmark kosten viele Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Also 60.000 Reichsmark kostet ein Erbkranker, so wurden Behinderte bezeichnet, der erbgesunden Gesellschaft auf Lebenszeit. Also es wurde mit Plakaten geworben, dass es besser ist für das Volk, diese erbkranken Menschen zu ermorden. Oder zum Beispiel, das Plakat gefällt mir sehr gut, täglich 5 Reichsmark 50 kostet dem Staat ein Erbkranker. Und dieselben 5 Reichsmark 50 kann eine erbgesunde Familie einen ganzen Tag lang leben. Das sind Argumente, da kann man sich gar nicht erwehren, oder? Oder zum Beispiel, hier trägst du mit, wo man einen schönen, starken, großen, deutschen, erbgesunden Mann sieht, der auf seinen Schultern 2 Erbkranke mitschleppt. Das sind Argumente, da konnte man damals wahrscheinlich gar nicht viel aus, weil man nicht selbst Erbkranke in der Familie hatte. Wie gesagt, ich empfehle euch die Doku. Es ist zwar jetzt 80 Jahre her, deswegen kann man sie mal als Anlass nehmen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich ist es ja spannend, sich zu überlegen, wo sind wir heute? Wir werden nicht mehr vergast. Gut. Uns bezeichnet niemand mehr als erbkrank. Aber wenn es ums Geld geht, hat sie nicht viel geändert, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Wie schaut es heute aus? Ich bedanke mich fürs Reinschauen und nutzt den Tag, nutzt die Woche, nutzt das Jahr, um euch wieder mal Gedanken zu machen, was damals war und was ihr davon heute nicht mehr möchtet. Ich glaube, gerade in Österreich ist es gerade Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Danke. Tschüss.